Ja, hallo. Ja, ja. Herr Zeremonienmeister. Was ist denn jetzt schon wieder? Hallo. Wir hatten in 60 Jahren Mainz bleibt Mainz. Nur einmal ahne der auf die Bienen gerannt ist. Der war doch ein bisschen kleiner, hieß Nobel Blüben, hat gesagt, die Rente ist sicher. Nein, ich wollte Ihren 60. Geburtstag gar nicht lang stören. Das ist doch ein 60. hier, oder? Ja, das ist ein 60. Geburtstag. Quasi der 60. von Mainz bleibt Mainz. Also ich war noch nie auf dem 60. Geburtstag, wo dabei so teuer war. Also das muss ich mal dazu sagen. Das muss ich mal dazu sagen. Mein lieber Mann! Mein lieber Mann! Nee! Ich war überhaupt noch nie um 60. wo ich überhaupt irgendwas gekostet hat. Aber dafür habt ihr ein Shape-Programm, das muss ich sagen. Vielen Dank, Dankeschön. Ihr habt aber auch anscheinend mehr Ehrengäste wie normale, habe ich schon gemerkt. Also da unten sind einige und ja. Ja, dies Jahr ist noch normal, nächstes Jahr ist Landtagwahl. Die Promi-Dichte bei uns ist immer sehr hoch. Ja, ne? Die Promi-Dichte, ja, die machen einiges weg, das habe ich schon gemerkt, ja. Vor allem eben habe ich mal geguckt, der Weselski, gell, der hockt da unten. Also für den Streikführer von der Bahn hat er einen ganz schönen Zug, mein lieber Mann. Ha, einen ganz schönen Zug, oder? Du kommst doch zum Wieselski von der Lokführer der Zare, ihr hättet einen schönen Zug. Das ist genauso, wenn du bei der Frisier in die Wohnung kippst, und seht, die Wohnung hat einen schönen Schnitt. Das geht. Ach so, ja. Nein, warum ich eigentlich hochgekommen bin. Ich wollte nur sagen, ihr habt ja viele Ehrengäste. So. Wenn ihr noch einer braucht, ich wäre auch noch da. Ja, 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 ja. Ich bin nämlich hobbymäßig Sprachforscher und habe vor ein paar Jahren habe ich was entdeckt. Da habe ich ein Liedchen drüber geschrieben und dann bin ich ausgezeichnet worden. Also so wie du aussiehst, heißt das Lied Flieg nicht so hoch, mein kleiner Freund. Nein. Herr Uff, nein, ich habe herausgefunden in meiner Sprachforschertätigkeit, dass die Wortkombination Lady She drei verschiedene Bedeutungen hat. Lady She hat drei Bedeutungen. Ich kenne nur eine. Die meiste da ohne Ach bestimmt. Guck mal, ich nehme mal das Ding. Was ein Zufall ist, das Mikrofon. Ja, ist ein Zufall, ja. Die Hand guckt, nehme ich mal. Und dann singe ich gleich mal das Lied Lady She. Ich habe es so vor 4 Jahren geschrieben. In manchen Vororten hört man es heute noch. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Nein. Hört auf. Nein. Ich weiß nicht, ob Sie die drei Bedeutungen kennen. Wenn ich es gesungen habe, kennen Sie sie. Passen Sie mal acht. Herr Kapellmeister, bitteschön. Hockst du schon seit Stunden hier auf der Sitzung und dein Kopf ist voll mit Brief. Lass ein Opfer fallen, Lady She. Lady She, Lady She, Lady She, Lady She. Mit dem Kopf schön auf die Tischplatte, Lady She. Das war die erste Bedeutung, die kennt ihr ja auch noch all. Die zweite ist ein bisschen komplizierter. Es geht um Vermählung und den Status, den man da dabei hat oder auch nicht. Achtung! Fährt der Bräutigam mit Braut zur Trauung. Rechts hockt er und links hockt sie. Zurückfahren sie verheiratet, doch noch Lady She. Lady She, Lady She, Lady She, Lady She. Zurückfahren sie verheiratet, doch noch Lady She. Also die können ja nicht schon verheiratet zur Hochzeit fahren, das geht ja nicht. Gut, der war schwer, der letzte ist wieder relativ einfach. Es geht um Schnee und in England versteht man es, glaube ich, auch ganz gut. Achtung! Kaufst im Wintersport dir neue Bretter, ja und viel zu kurz sind die. Die Bretter sind für Frauen, es sind Lady She. Lady She, Lady She, Lady She, Lady She. Die Bretter sind für Frauen, es sind Lady She. Und jetzt alle! Liebe Narrenschar! Hallo!
Ja? Hallo? Ja? Jetzt muss ich noch mal kommen. Herr Glockenschwenke. Herr Glockenschwenke. Ach nee. Ich will nicht lang stören. Sie begrüßen ja laufend Leute. Ich wollte nur mal fragen, kommt der kräftige Ministrant noch? Den finde ich sehr lustig. Der kommt noch. Kommt der noch, ja? Aber noch mal Kompliment. Ich war noch nie auf dem 60. Geburtstag, wo um die Uhrzeit noch alles so jugendfrei abgegangen ist. Also keine schweinische Witz und so, Kompliment, muss ich sagen. Also normalerweise werden die dir rausgehauen, die Dinger, du. Ich war gestern um Geburtstag, da war ganz schlimme Witz, ganz schlimme. Hat einer gesagt, in Wiesbaden wäre das erste mit Viagra gezeugte Baby auf die Welt gekommen. Es wäre rausgekommen, hätte sofort gestanden. Gestanden? Ach so, ja, auf. Mein lieber Mann, gut, dass hier so Witze nicht verzählt werden. Da bin ich echt froh drum, also. Nee, ja, das war der. Aber es gibt ja auch so schweinische Lieder, ich weiß nicht, ob Sie die kennen, bei so Après-Ski-Partys und so. Da gibt es ein Ding, das kennen Sie bestimmt. Ich nehme mal wieder das Ding, ist ja alles hier, ist ja alles spontan. Da rufen die Leute immer so was Schweinisches rein. Wir probieren es mal, das klappt garantiert hier auch. Ich singe vor und Sie rufen es rein. Achtung. Joanna. Nein, du geile Sau, machen wir hier nicht. Ich habe aus dem Lied ein Kinderlied gemacht. Und bei Kinderliedern muss man ja auch mitmachen. Ich sage Ihnen gerade mal kurz, was wir jetzt machen. Sie müssen drei Sachen reinrufen. Das erste ist, ist keine Sau. Wir üben es mal. Eins, zwei, drei. Ist keine Sau. Sehr gut. Das zweite ist, Pulunder. Eins, zwei, drei. Pulunder. Sehr gut. Und das dritte ist, ganz wuschig. Eins, zwei, drei. Ganz wuschig. Sehr gut. Das machen wir jetzt mal. Ist absolut jugendfrei. Wenn Sie den Text vergessen haben, gucken Sie aufs goldige Schäfchen. Das zeigt Ihnen, was Sie singen müssen. Herr Kapellmeister, Hanoi, wie der Vietnamese sagt hier. Taverna, geschoren um Wärme zu geben, um Tonnen von Wolle zu weben, die sich in Klammern zerfinden. Du wohnst oben im Feld, nicht weit von hier, streust dein Knittel, du bist halt ein Tier. Willst de ganze Tag nur fressen, tust dabei die Welt vergessen und gehst jeden Monat zum Friseur. Um Tonnen von Wolle zu weben, die sich in Klamotten finden. Aha, 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 oh Taverna, dein letzten Cent hast du gegeben, damit wir den Post überleben, von der Alde bis nach Winde. Das war schon sehr gut, das probieren wir gleich nochmal. Wie Schmirgelpapier kratzt mich dein Woll. Es ist bei den Sus nicht ganz so toll. Auf dein Socke tu ich Hände, weil die andere Füße mir brennen. Doch ganz egal, die Hauptsache ist von mir. In Klamotten finde. Aha, 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 oh Taverna, dein letztes Cent hast du gegeben, damit wir den Frost überleben, von der Alge bis nach Winden. Taverna, wir machen wieder ab, Dankeschön. Ja, hoffentlich bleiben wir jetzt von dem Kerl verschont. Hoffentlich bleiben wir jetzt von dem Kerl verschont.